habe im November 2013 diese Wohnung gefunden, habe mich sofort in sie verliebt und habe durch Airbnb die Möglichkeit gehabt, diese Wohnung anzumieten, weil dadurch klar war, dass ich den Teil, den ich nicht bewohnen werde, sowie auch den Mietanteil, den ich nicht erbringen kann, will, reinzubekommen. Ich bin Annette Wolter. Ich lebe in Bochum in einer sehr, sehr großen Altbauwohnung zusammen mit meinen beiden Kindern und unserem Hund. Dadurch, dass die Wohnung sehr, sehr groß ist, vermiete ich zwei dieser sehr schönen Zimmer über das Internetportal Airbnb. Ich selber bin Modemacherin und Grafikerin, selbstständig und arbeite zu Hause. Also ich finde die Idee des Sharings toll. Ich glaube auch, dass das bereichernd ist. Egoistischerweise muss ich natürlich sagen, wenn im Haus nebenan das jemand machen würde und anbieten würde, wäre das schon auch eine direkte Konkurrenz für mich. Klar, das würde mich jetzt nicht übermäßig freuen, aber ich denke, auch damit würden wir irgendwie zurechtkommen. Also ich glaube, dass Airbnb auf jeden Fall in Konkurrenz zu Hotels tritt. Ich würde aber auch tatsächlich sagen, es ist auch eine andere Zielgruppe. Also zum einen gibt es Menschen, die nicht gerne in Hotels wohnen. Zum anderen gibt es bestimmt aber auch Menschen, die das total befremdlich finden, in einer Wohnung mit einer Person zu wohnen und die Küche zu teilen. Aber ne, nicht jeder hat da Interesse dran, morgens im Schlafanzug dem Gastgeber zu begegnen, zum Beispiel. Das gibt's alles. Ich habe festgestellt, dass die Gäste, die mich besuchen, in der Regel vom Alter her, vom Bildungsstandard her und von den Interessen her mir sehr ähnlich sind. Ich kann nicht sagen, dass ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber was wirklich anders war, waren Gäste, die weder Deutsch noch Englisch gesprochen haben, auch kein Französisch und wir uns daraufhin nicht verständigen konnten. Außer durch Zeichensprache oder mit einem Übersetzungsprogramm im Internet. Und das fand ich anstrengend. Also das war nicht so angenehm. Also meine Erfahrung bei Airbnb, wenn ich selber bei anderen Menschen übernachtet habe, also ich als Gast, waren durchweg positiv. Also ich finde es toll, durch die Fotos schon zu sehen, wo ich hinkomme. Die sind auch durchaus realistisch, die Fotos. Die Menschen sind sehr ehrlich. So habe ich es auch erlebt, wenn ich in die Wohnung gekommen bin, sei es, dass es jetzt separate Wohnung war oder nur ein Zimmer war, dass die Menschen sehr, sehr freundlich, sehr, sehr hilfsbereit waren. Das fand ich toll. Das hat mir echt gut gefallen. Also ich habe hier in meinen Zimmern keine Schlüssel. Ich schließe mich auch nicht ein. Wieso sollten die sich einschließen können? Und für mich ist das tatsächlich auch eine Vertrauensbeziehung. Das ist für mich ein Grundvertrauen, das ich in Menschen setze. Und bis jetzt bin ich auch nicht enttäuscht worden.